Ja, ich möchte euch gerne einen Tipp geben zu dem Y. Das Y ist ein Zeichen aus der neuen Homöopathie. Es hat die Wirkung, dass es alles positiv macht und das Positive manifestiert und das Negative wird umgekehrt, also eben ins Positive und verstärkt. Das Y ist ein durchwegs positives Zeichen. Wir können mit dem nichts falsch machen. Wir müssen auch keine Dauer austesten. Wie lange darf das denn draufbleiben oder so? Und mit der Idee, dass das Y das Positive verstärkt, können wir beispielsweise, wenn wir nicht gut schlafen können, eine Flasche mit Hautöl nehmen. Da schreiben wir drauf Entspannung oder Durchschlafen. Und dann machen wir über diesen Begriff, schreiben wir das Y drüber. Das Y hat aber noch eine weitere Fähigkeit und dazu gibt es sehr, sehr, sehr viele Erfahrungsberichte von Anwendern, und zwar es federt auch gleichzeitig Nebenwirkungen ab. Das heißt, jeder, der zum Beispiel chronisch krank ist und Medikamente nehmen muss, profitiert davon, wenn er auf seine Schachtel, auf die Medikamentenschachtel vorne und hinten ein Y malt. Das heißt, dass die Nebenwirkungen einfach ein bisschen abgefedert werden und dass nur die Wirkweise positiv verstärkt wird, die sein soll.